Der alte Palazzo war früher ein Bau, der einst zur Verteidigungszwecke errichtet wurde und der die örtliche Bevölkerung vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Diese Angreifer kamen vor allem vom Meer. Es wurde wahrscheinlich im 16. Jahrhundert und auf den Ruinen eines vorherigen militärischen Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert erbaut. Die erste Einrichtung geht auf die mächtige und reiche Familie von Grundbesitzern des Salentos zurück, den Orsini del Balzo. Es gab beträchtliche Veränderungen, die sein ursprüngliches Aussehen verwandelten. Gerade unter den Personen wurde die Festung immer mehr zu einem Adelssitz. Dennoch wurde die Festung dank der Granafei veredelt, die 1947 Canoles Lehen erwarben. Beim Betreten des wunderbaren Innenhofs sitzt sich der Besucher sofort im Bann der Pracht des Gebäudes. Hier steht die Brüstung eines noch sehr gut erhaltenen Brunnens, wo die Aufschrift 1752 steht, wahrscheinlich das Baujahr. Speziell fällt jedoch der Garten auf. Er ist weit angelegt und gut in Schuss. In der Mitte steht die Perle des gesamten Hofes, eine wunderschöne Fontäne im Stile des 18. Jahrhunderts, auf dem das Familienwappen der Granafei deutlich sichtbar ist.